Moin, meine lieben Self-Made-Millionäre und die, die es noch werden wollen oder die, die davon träumen, es aber nie werden, weil sie nichts dafür tun. Heute gibt es nichts Spannendes zu erzählen, deswegen abonniere einfach meinen Kanal und komm später nochmal wieder. Manchmal, da gibt es auch richtig was Dickes zu erzählen. So, ihr Nasen, heute war wieder ein nicht so guter Tag. Ich habe heute nicht so viel geschafft. Ich habe ein bisschen was im Laden gemacht, so eine halbe Stunde ein bisschen geschliffen. Ich konnte am Tag heute nicht so viel erledigen. Ich musste noch so ein bisschen Pakete für meine Frau irgendwie wegbringen und dies und das. Und dann war ich unterwegs. Ich muss jetzt noch unbedingt was für das Anders-Chassis besorgen für die Verkaufswagen. Ich war heute nochmal bei dem Schlosser, der bei dem einen hier vorne jetzt, der hatte da auch noch ein paar Fragen. Und ja gut, ich bin es aber sehr froh eigentlich, weil das geht jetzt ein bisschen voran. Also das kann jetzt wirklich nur noch Monate dauern, bis der erste Verkaufswagen fertig ist. Ich kann eigentlich damit schon rechnen, dass das echt in 3 Wochen. Also normalerweise könnte das Ding in 2 Wochen fertig sein, aber lassen uns mal doch noch einen Monat warten. So, laden werde ich jetzt Verpackung endgültig bestellen, wohl auch morgen nach einem letzten Gespräch nochmal. Da gibt es noch ein paar Probleme, weil die haben keine Burgerbox, die groß genug ist für den Double Grand Cheeseburger. Der hat ja, das ist ja so ein Oschi. Der passt da noch nicht so ganz rein, da muss ich nochmal gucken. Ansonsten für Schnitzel, Pommes und dies, das passt das alles schon wunderbar. Meine Frau ist mega busy. Ich habe heute noch einen Facebook-Post gemacht, dass ich noch eine Haushälterin suche. Weil meine Frau ist jetzt irgendwie komplett beschäftigt mit den Mädels, Stofftiere und so zu verkaufen und wieder zu verkaufen. Und ja, ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Die Kleine, die beschäftigt sich momentan dann, wenn ich nicht da bin, mehr alleine als mit sich selbst, als irgendwie, dass da jemand dabei ist. Und das will ich gar nicht so weit kommen lassen. Wenn ich aus dem Haus fahre, dann weiß ich schon ganz genau, was die Mädels machen. Und die Kleine, die sitzt da irgendwo und guckt auf dem Telefon Videos und spielt mit sich alleine. Das geht so nicht. Deswegen werde ich jetzt gucken, ob ich mir da echt noch eine Haushälterin einstelle und die arbeitet komplett nur für mich. Der sage ich, was sie zu tun hat und der sage ich, was sie nicht zu tun hat. Und ja, ihr Job wird zu 90% sein, komplett neben der Kleinen sitzen, mit der Kleinen Bilderbücher gucken, ABC, 1, 2, 3, bisschen rechnen, bisschen schreiben, sowas in der Art. Also kann sie ja beides noch nicht, aber die ist erst 2,5 Jahre. Sowas jetzt irgendwie. Weil ich habe da echt ein blödes Gefühl bei jetzt. Also und jetzt kommt es ja auch bald dann, wenn wir den Laden öffnen und hier und da. Und dann Rika zieht ja auch schon wieder nächste Woche aus, weil sie dann in der Nachbarstadt fährt. Da muss sie die Schule noch weitermachen. Dann, ja, da habe ich heute schon mir so ein paar Mädels angeguckt. Gibt es auch mal ein Problem bei, umso hübscher das Mädel ist, umso weniger will meine Frau, dass das Mädel hier arbeitet. Geschweige denn, man kann ja Stay In und Stay Out machen, also ne, aber ich habe jetzt auch gesagt, stay out. Wenn es nicht anders geht, jo, muss man mal gucken irgendwie. Ich weiß es noch nicht genau. Aber ja, das habe ich dann heute nochmal schnell so erledigt und mir da so ein paar Nachrichten durchgeguckt. Where's my Caesar? You bring me my Caesar and you say hi. You say hi here. Where? Yeah. You say hi YouTube, what's up? You also show your bag and everything. This one. Hi guys, this is my bag. The bag. It is for coins. This is for coins. See? Any money. Bye bye. Bye bye. Thank you. Yeah. Ich bin eigentlich froh jetzt mit dem Verkaufswagen, der wollte jetzt
weiterschweißen und dann kam aber nicht vorwärts, weil er noch nicht genau wusste, wie soll das jetzt sein und das fehlt noch was mit der Federung, sage ich jetzt mal. Ja, ansonsten gibt es nichts zu erzählen. Ja, zum Thema Tanzverbote wollte ich eigentlich jetzt nichts erzählen. Also das war jetzt nur eine ganz kurze Geschichte. Ich habe den mal vor 3 Jahren entdeckt oder was, vor 5 Jahren oder was. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich ein dufter Typ, weil für mich ist der auf eine Art und Weise ein attraktiver Typ, weil er zumindest ganz klar sagt, pass auf, Junge, ich mag dich nicht, ich habe keinen Bock mit dir zu reden. Oder du bist ein irgendwie so, ne? Du bist ein falscher 50er, lass mich in Ruhe oder irgendwas. Das ist halt eine Eigenschaft, die ich sehr schätze, muss ich sagen. Und da derjenige ja eh nicht jetzt so, ich sag mal, studiert ist und irgendwas da und eigentlich quasi nur sein YouTube hatte, womit er denn Geld verdienen könnte, dachte ich mir, Mensch, das kann man doch eigentlich nutzen so. Er hat ja auch viele Kontakte. Ich habe ihn dann mal angeschrieben und dann gesagt, du pass mal auf, lass uns mal was machen. Irgendwie habe ich da so gesagt, so von wegen, ja, du hast ja, du musst mir auch ein bisschen helfen, so ich könnte ein paar Kontakte gebrauchen und du hast ja viele Kontakte, kennst ja viele Leute. Da ging es also um Grafikdesigner, noch für die Kindergitarren, für die Ukulelen und Kindergitarren und so mit diesen ganz speziellen Mustern und Formen und so. Zu der Zeit war ich ja noch händeringend am Suchen nach einem Grafiker, oder bin ich eigentlich immer noch, der da coole Bilder am Computer malen kann, so Comicbilder. Und ja, da hat er irgendwie, da habe ich sowas geschrieben irgendwie so und dann habe ich auch geschrieben, ja, du kannst eigentlich auch mehr und so irgendwie, das wolltest du vielleicht noch nutzen und so, deine Reichweite irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau und dann schrieb er noch so, ja, um was geht's denn? Und dann habe ich irgendwie ein bisschen weiter ausgeholt und was. Und dann kam auch gar nichts mehr. Und dann weiß ich nur noch, dass ich dann ganz viel geschrieben habe und ihm ganz viel vollgelabert habe. Und da später habe ich auch gesagt, du Lappen. Aber ich habe dann auch später gesehen, er hat das dann noch gelesen. Das war auf Facebook, glaube ich, oder so. Oder ich weiß gar nicht, ich glaube schon, ja. Nee, ja, da habe ich mal so gedacht, so Mensch. Also ich wollte jetzt nicht, dass der mich groß macht, sondern ich hatte die Idee, der soll sein eigenes Ding aufmachen. Und ich habe dann ja zu der Zeit auch mal ein Video gemacht, das habe ich auch online gehabt. Und da habe ich dann, das habe ich auch Tanzverbot, Bademäntel genannt und habe dann das Thumbnail irgendwie so ein paar Bademäntel hingemacht in verschiedenen Farben oder irgendwas. Und da habe ich gesagt, ey Junge, moin, mein Name ist Robin, ich war schon mal auf den Philippinen und ich habe mal geguckt, irgendwie, du verkaufst ja gar keine Bademäntel und so. Ich würde mich jetzt als ehrenamtlich freiwillig anbieten, dir da, wenn ich das kann, vielleicht Bademäntel zu besorgen und die besticken zu lassen, weil sowas kann man ja alles ganz gut machen. Und ja, das hatte ich im Video so erzählt, irgendwie so. Ich glaube, ein Jahr, zwei, ein Jahr, 1,5 Jahre oder 2 Jahre später hat er dann ja auch einen Shop aufgemacht und T-Shirts, bedruckte T-Shirts verkauft, wobei die Designs von den T-Shirts sind ja nun auch nicht gerade jetzt der Renner. Ich kam dann ja auch mal auf die Idee, ich hatte auch mal den Simon Ruage oder was, dieser Open Mind 2000, der macht das so. Vlogs über Kiffen und so. Und den wollte ich auch mal irgendwie kontaktieren, aber habe das nicht hingekriegt. Und dann habe ich irgendwie mal was kommentiert auf seinem Instagram, Telegram, Facebook, ich weiß nicht. Und dann auf einmal hat Kuchen TV sich da eingemischt. Und den, glaube ich, habe ich auch mal kontaktiert und wollte ihn mal fragen, ob er irgendwie. Ich weiß nicht, ob ich dem mal irgendwie was gesagt habe, von wegen, pass auf, Junge, ich habe da so eine Idee mit so ein paar Sachen, die kann man hier ganz gut herstellen und so. Ich könnte da doch ein bisschen Hilfe gebrauchen. Du kennst auch so viele Leute da oder was. Ich bin da zu blöd für vernünftige Leute zu finden. Vielleicht kann man da irgendwie, ja, kann man sich da gegenseitig helfen quasi. Ne? Ich weiß nicht, ob ich dem mal so irgendwie. Dem Unge, dem Simon. Den hatte ich so kommentiert von wegen, du sag mal, Max, findest du eigentlich Sachen aus Bambus toll oder so? Und da habe ich geschrieben, so, ich überlege gerade, welche Produkte für deine gut zu dir passen würden, für deinen Fanshop oder irgendwas. Und dann schrieb der Kuchen TV nur so,
Ja, das ist ja aber auch ein bisschen unseriös hier im Dings. Also ich habe gesagt, Dummi, was mischst du dich denn ein oder was? Aber ich hätte den anders nicht erreichen können, irgendwie so. Weiß ich nicht, weiß nicht. War mir auch denn zu blöd, irgendwie, hab ich da auch mal einen Kommentar geschrieben, so scheiß drauf, ne? Nee, aber guck mal, so eine Jungs, also auch gerade der Typ jetzt, der verkauft dann so Elektropfeifen, diese Open Mind 2000. Verkauft er so die ganzen Sachen, so die man von irgendwelchen Firmen und so, wo er dann so ein bisschen Anteile, da kriegt er seine 10, 20%, oder vielleicht 30, 40, 50, ich habe keine Ahnung, wie viel er kriegt. Aber das ist so, ja, Influencer, ne? Also die haben dann nichts Eigenes, wo sie mal sagen, ey, pass auf, ich mache jetzt mal meine eigenen Produkte, so irgendwie, ich baue mir was ganz Neues irgendwie. Da hatte ich dann die Idee, komm, dem Typen, dem kann man doch jetzt wirklich Bambus Aschenbecher, Räucherstäbchenhalter, Dopkisten, alles aus Bambus. Und dann könnte man auch weitermachen mit kleine Regale fürs Zimmer, irgendwie so eine kleine Kommode oder weiß der Geier was, die ganzen Möbelstücke, so, ne, IKEA-mäßig. Ja, bei Tanzverbot hatte ich dann später auch mal denselben Gedanken. Er ist da umgezogen, er hat sich da so eine Wohnung gehabt, dann hat er ein halbes Jahr später immer noch keine Möbel gehabt. Da habe ich auch gedacht, guck mal, der Typ so. Wenn der jetzt klug gewesen wäre, hätte mich mal kontaktiert oder was, der hätten wir uns ein bisschen gegenseitig geholfen oder so, dann hätte ich das bestimmt hingekriegt, dir da eine ordentliche Möbelkollektion zu machen, so ein bisschen. Und wenn es jetzt nur so ein kleiner Spiegel fürs Badezimmer mit dem Regal und in der Küche, Küchenrollenhalter, Gewürzständer und weißt du, so eine Sachen erstmal, ne? Nicht jetzt, gar nicht mal jetzt noch Couch und Bett und so, sondern einfach nur so ein paar Accessoires für die Taschen zum Hinhängen im Flur und Schlüssel und da noch ein Regal oben in der Decke im Flur, so für irgendwie Cap und Helm oder irgendwas, so, ne? Sowas. Ja, da hätte er schon seine eigene Firma gehabt, ne? So. Also wenn ich. Und dann später dachte ich auch mal so, guck mal, der Typ so, ne? Der liebt ja auch Essen und so. Also da war ich ja noch voll eigentlich auf. Ich glaube, ich habe ihn sogar nochmal angeschrieben in den Tanzverbot. Da war ich dann ja schon voll auf mein Bambus und noch gar nichts mit Fastfood. Ich weiß nicht, ob ich das gemacht habe oder nicht. Und da habe ich dann auch gedacht, der Typ, der hätte doch jetzt hier locker schon seine Verkaufswagen bauen können. Zu der Zeit, oder wie jetzt immer noch mehr oder weniger, hatte ich ja auch keine 1000 Euro übrig, um mal zu sagen, pass auf, ich lasse mir jetzt so einen Verkaufswagen bauen, ne? Der dann im Monat sein so ein Verkaufswagen bringt ja nun mal. Letztendlich dann 400 Euro kann man schon so sagen. Ne? 300 bis 400 Euro bringt so ein Wagen auf jeden Fall netto. Ja, ist alles kein Geld, weiß ich. Schönen Gruß, ich bin auf den Philippinen und nicht in Deutschland so. Aber für null Arbeit, so, ne? Einmal 1000 investiert, hast du deine 300, 400 Euro raus. Ja, das hast du nach 3 Monaten wieder und dann machst du schwarze Zahlen. Und dann, wenn du das wieder reinvestiert und dasselbe Geschäft nochmal aufmachst, dann verdoppelt sich das schon und so weiter und so fort. Also, naja. Für manche ist es unattraktiv, die handeln mit Bitcoins dann besser, so Volume X mäßig oder was. Die anderen, ja, weiß ich nicht. Ne? Ist immer Geschmackssache. Ich halt ja mehr so was von richtigen Produkten. Also hier, so hast du mal hier so. Hier, guck mal hier, ich habe hier so ein Ding, damit kann ich irgendwie jemanden Getränke servieren in meiner Wohnung oder was. Oder ein richtiger Burger, da stecken auch Angestellte hinter, die verkaufen dann jemanden Burger und der isst den, sagt lecker, da geh ich übermorgen wieder hin zum Mittag. Sowas, da stehe ich mehr drauf. Oder halt diese kleinen Kindergitarren-Dinger da. Ja, die Kindergitarren-Dinger, da habe ich ja immer noch 300 Stück liegen. Ne? Also ich habe da immer noch 300 Gitarren gut, ne? Oder Ukulelen. Müsste man mal noch einen Grafikdesigner finden am besten. Also ich habe keine Lust mehr eigentlich einen Filipino zu suchen jetzt. Wo wir dann jetzt umgezogen waren, hier in diese Stadt, habe ich auch gedacht, jetzt bin ich in einer großen Stadt. Hier sind auch echt Grafikdesigner, mit denen man sich zusammensetzen kann. Eigentlich geht es nur, mit dem Filipino geht es nur persönlich. Mit dem Deutschen wird es auch online gehen. Das hat verschiedene Gründe, weil der Filipino wird dich hier irgendwie noch bescheißen oder was. Wenn du es online mit dem Filipino machst, also nicht neben dem Sitz, dann versteht man das, also versteht er das nicht, dann malt er das doch wieder alles falsch. Aber mit dem Deutschen könnte man schon gut so Zoom-mäßig da, Skype-mäßig da was machen und sagen, ey komm, lass uns mal ein neues Design machen hier. Und wenn er dann am Zeichnen ist, dann kann ich gleich sagen, nee, pass auf, die Augen müssen nicht so schlitzig sein, mach die mal ein bisschen runder, ein bisschen größer und der Mund nicht so spitz, ein bisschen blablabla, sowas in der Art. Egal, ja, nö. Sonst gibt es eigentlich nichts zu erzählen. Geile Mütze, oder? Ja, gut, also man muss schon sagen, dass Rika jetzt wesentlich besser damit aussah. Wenn sie so ein Kleid anhat und dann das Ding aufhat und dann Facebook-Livestream macht und die Klamotten oder die Teddys verkauft, dann sieht das schon witziger aus, als wenn ich das Ding trage.
Naja, so ins Ko Kommentar schreibt ihr nochmal rein, wer kennt diesen kleinen, diesen Teddy hier. Wie heißt der Typ? Wer das weiß, der kriegt von mir einen niegelnagelneuen Sportwagen als Gewinn. Wobei es sich dann hierbei auch nur um ein ferngesteuertes Auto in einem Warenwert von 6,20 € 310 Pesos und 6,20 € handeln würde. Vorerst. In diesem Sinne, ja, abonnieren, die nächsten Videos sind natürlich besser. Da gibt es mal wieder ein bisschen mehr zu erzählen. Ich war heute auch unterwegs und ich wollte immer schon mal nochmal wieder ein bisschen Stadt was zeigen, also, weil jetzt sind auch wieder ein paar Verkaufswagen draußen und Sonne scheint und so. Und ja, ich bin echt geheizt. Also ich bin echt geheizt irgendwie von A nach B und so. Weil ich bin auch erst spät rausgekommen. Ich komme in den letzten Tagen immer so ein bisschen spät raus, weil ich so lange wach bin. Weil meine Frau, die macht hier noch was so. Ich bin dann unten mit dem Kind, bis das Kind auch wirklich einschläft. Dann warte ich nochmal so eine Stunde. Dann geht meine Frau immer runter, legt sich neben sie, weil das Kind schläft niemals in dem Zimmer alleine. Also es ist immer eine Person direkt neben der Kleinen. Und ja, dann gehe ich um 1 Uhr nachts hier in mein Zimmer rein. Ich habe auch gerade hier schön umgestellt und habe jetzt voll aufgeräumt. Das habe ich 2 Quadratmeter mehr Platz hier. Und ja, dann habe ich da noch Verpackung und irgendwas rausgesucht und dies und das. Und dann wird es auch wieder spät und dann schlafe ich auch lang bis um 10, 11, 12 oder was. Naja, gut, ist eh nicht so wild. Ja, morgen werde ich aber ein bisschen früher rausgehen auf den Bau, sag ich mal. Ich muss da unbedingt, ich will da unbedingt was Ätzendes schleifen. Also heute habe ich nur Holz geschliffen im Laden, das Holzgerüst da noch was. Und morgen will ich nochmal Stein, muss ich Stein ein bisschen, die Steinmauer ein bisschen was abschneiden und so. Mit der Diamantscheibe. Das wird ein scheiß geiler Job. Das wird richtig schmutzig. Wünsche mir Glück. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, du hast das Video mit 1,5er Geschwindigkeit geguckt. Wenn nicht, dann hast du ganz großen Respekt. Ganz dickes Lob an dich. Reingehauene Video oder wieder nicht vorbeigeschaut.